So Freunde, wir sind jetzt da wieder auf hoher See. Es hat grauenhafter Nebel rundum. Philipp steht am Steuer. Gerd sitzt vorne auf dem Ausguck. Und der Nico hat kurz seine Wachposition verloren, weil er das zweite Kamerastativ holt. Unser Ziel ist heute Stralsund. Das heißt, wir müssen irgendwie ums Kap Arkona rundum. Da habe ich keine Angst, wir haben ein super GPS. Aber Gefahr droht natürlich von anderen Schiffen. Da müssen wir einen Ausguck gut besetzen. Und der Philipp muss sehr aufmerksam steuern. So, genau, und das Nebelhorn haben wir auch im Hintergrund. Nico, alles im Lot auf dem Boot. Da vorne musst du schauen. Okay. Walfänger an Bord. Ja, und so tasten wir uns durch diese graue Nebelsuppe durch. Nachdem wir die Insel Hiddensee passiert haben, sehen wir die ersten Bojen, die uns an einem Strandabschnitt vorbeiführen, der Toter Kerl heißt. Es gilt nun aufmerksam, die Bojen zu zählen und zu registrieren und auf der Karte abzuhaken. Bedingt durch den Nebel sind wir nur langsam vorangekommen und es wird nun zügig dunkel. Stralsund als Zielhafen haben wir abgehakt und stattdessen beschlossen, Barhövd anzulaufen. Aus der grauen Suppe taucht dann plötzlich ein Segler auf, der sich in Barhövd zu uns gesellen wird und den wir später dann wieder treffen werden. Und dann sehen wir zum ersten Mal die Lichter der Marina von Barhövd. Dieser Ort ist zauberhaft und liegt mitten im Naturschutzgebiet. Hier leben knapp 100 Einwohner und es herrscht eine sehr ruhige und friedliche Stimmung. Wir können gut längsseits festmachen und werden von der Crew des Nachbarschiffes bereits freundlich empfangen, die uns beim Anlegen behilflich ist. Nehmt! Haben wir noch Fender übrig, Gerd? Der nächste Morgen beginnt wieder nebelig. Dann lichtet sich plötzlich der Nebel und gibt die Schönheit dieses Ortes preis. Tschüss, Rüdiger. Ciao. Ja, ja, reservieren Platz, da liegen wir längsseits. Ja, mach doch. Wenn ihr längsseits kommt, gibt's einen Vorteil. Das ist gut. Tschüss, ciao. Rüdiger. Alles Gute. Adresse haben wir von dir. Kurz nachdem Rüdiger ausgelaufen ist, heißt es auch für uns Abschied nehmen. Wir verlassen diesen schönen Ort, der für mich ein Highlight dieses Segelturns war, mit dem Ziel Stralsund.